Hallöchen. Was gibt's denn da zu kichern? Heute gibt's ein Gemüsesüppchen, weil draußen ist es kalt und dann brauchen wir was Warmes. Und ich muss es ganz schnell schnippeln, aber ich schnippe diese Kartoffeln schnippeln. So. Und du darfst zugucken, wie man Kartoffeln schnippelt. Da macht man erst die Schale ab. Hier ist schon Karotten drin. Und Wasser. Schwupp, schwupp. Das ist lecker, nur Karotten und Kartoffeln. Und dann gebe ich dazu Gemüsebrühe. Zutat, das ist Goldhirse. Goldhirse ist viel besser wie ein Suppenhuhn, weil das ist irre gesund. Ja. Sieht man das, wie schön es da reinfliegt? So, ein bisschen, eine Handvoll. Und ich habe immer diese Gemüsebrühe mit Meersalz. Die ist lecker. Gibt es im Nachfüllpack außerdem. Ein Süppchen. Genau. Und ich gebe da so ein Löffelchen dazu. Das ist ungefähr ein Liter Wasser hier. Und ich denke, ein so ein Löffelchen langt. Und was ich auch immer noch gut mache in so ein Süppchen, ist Schnittlauch. Ich habe hier immer so frische Kräuter. Dann schneide ich das ab und das gebe ich aber erst zum Schluss rüber. Und ich finde ja Basilikum nicht so lecker in der Suppe, aber zum so naschen. Ist ja gesund und eisenhaltig. Grün Zeug. Tja, und wenn ich Basilikum brauche, ist das Zöpfchen schon weggegessen. Man kann auch Zwiebeln da rein tun. Mein Sohn wünscht heute ein Süppchen ohne Zwiebeln. Die Zwiebeln einfach andünsten im Wasser. Ohne Fett. Ein fettfreies Süppchen aus Karotten und Kartoffeln und ein bisschen Hirse und Gemüsebrühe. Das ist super. Kann natürlich auch noch Suppenbrühe rein von Lauch und Pastinake und so. Aber kennt ihr das von den Kindern? Die essen gern Zutaten oder zubereitete Speisen aus wenigen Zutaten, aus wenigen Komponenten. Und ich glaube, bei kleinen Kindern ist das glaube auch so, dass sie das dann besser vertragen. Dieser Schnittlauch hängt ins Bild. Den muss man essen. Schnittlauch ist so lecker. Und jetzt kommt mein Tipp. Für den Schnittlauch. Schnittlauch ist super, um überall drauf zu streuen, auch aufs Brot oder auf die Suppe. Und ich zeige euch heute, wie ich den schneide. Da gibt es einen Trick. Und zwar nimmt man sich das ganze Töpfchen. Ja, so sieht das dann hier aus. Und dann eine Schere. Und nimmt sich hier so einen Buschel. Er ist jetzt leider ein bisschen durchwühlt und schneidet den ganzen Buschel dann ab. Ja, dann hast du so ein Stück Schnittlauch hier in der Hand. Seht ihr? Okay. Dann einen Teller nehmen. Also ich glaube, so seht ihr das hier. Drunter stellen und einfach mit der Schere diesen Schnittlauch schneiden. So, dann hat man sehr viel feinen Schnittlauch. Ich mache das irgendwie nicht so gern mit dem Messer, dann kriege ich das nicht so fein hin. Daneben mir kocht schon ein Gemüsesüppchen und zum Schluss da ein bisschen frischen Schnittlauch drauf, das ist einfach lecker. Seht ihr, das sind ganz feine Rollchen. Und den Rest getan.
So sieht das aus, ne? Perfekt. Perfekt geschnitten. So sieht das Süppchen jetzt aus und dann kann man sich hier noch ein bisschen von diesem Schnittlauch da drauf streuen. So, ich habe jetzt hier mein super duper Süppchen aus Karotten und Kartoffeln und Hirse und ich habe noch mal einen Teelöffel gehäuft da reingegeben, weil ich mag das salzig. Ohne Zwiebel. Und zum Schluss gibt es da diesen super duper Schnittlauch drauf. Und das ist lecker. Das ist ein easy Rezept. Diese kleinen Schnippel in Suppenbrühe kochen und fertig. Ja? Das ist immer High Carb und das ist Low Fat. Das heißt immer High Carb. Wenn du Kartoffeln reinmachst oder Nudeln oder so, oh, da kommt der Hungrige. Ja, das war mein kleiner Input für heute. Schneidet euch frische Kräuter. Und den Tipp, den habe ich von jemand von euch bekommen. Seitdem habe ich immer frische Kräutertöpfchen da. Lecker. Gerade jetzt über den Winter. Allerdings, hier bei mir steht ja in der Heizungsluft, man muss das gießen oder schnell essen. Gießen klappt bei uns nicht so. Wir essen es lieber schnell. Okay, Süppchen ist fertig. Macht's gut, ciao, schreibt mir einen Kommentar und bis bald.